die Prinzessin. Hier kommt die Prinzessin. Die Prinzessin, die Prinzessin. Was für ein herrlicher Tag. Ich bin erstaunt, dass die Prinzessin bei diesem schönen Wetter noch nicht hier draußen spielt. Moment mal, ich kann sie hören, aber ich sehe sie nicht. Geh über die Prinzessin! Planke. Ahoi, du Landratte! Ich bin hier! Ahoi, da bist du ja! Was spielst du denn? Wir sind Piraten. Wir stechen in See. Und besuchen den Admiral. Ha! Los, kommt, Männer! Mein Teich! Oh, so eine Frechheit, was man sich alles gefallen lassen muss. Das ist das. Du liebe Zeit. War mein Piratenschrei zu laut? Nein, Prinzessin. Der war sehr gut. Es ist nur, sie ist ja selbst an. Meine Flotte ist sehr angeschlagen. Die gehen alle unter. Sind das große Gänse? Sie sind über meine Armada hergefallen. Ich sag ihnen, dass sie das nicht dürfen. Ja. Komm mit, Schlamper. Hallo. Ihr dürft nicht. Das sind Meeresungeheuer. Alle beide. Dumme, böse Gänse. Jetzt bin ich ein Bootsmann ohne Boot und Paddel. Wir müssen sie verscheuchen. Wenn ich los sage, dann rennt ihr los und verscheucht sie. Wir werden dich nicht enttäuschen. Nicht wahr, Nessie? Fertig? Los! Verschwinde! Los! Husch, husch, weg mit euch! Zurück! Sie greift an! Schnell weg hier! Das hat nicht gut geklappt, Admiral. Die lassen sich nicht verscheuchen. Es hat keinen Zweck, Prinzessin. Ich muss euch verlassen. Du darfst nicht gehen. Du bist doch hier zu Hause. Hier bei mir. Was ist ein Admiral ohne sein Meer? Oh. Eine Landratte. Ja, genau. Ich weiß was. Du kannst auch ein Admiral an Land sein. Komm mit. Oh. Komm mit, Ruhr. Er ist ein gemeiner Pirat. Ja, dann muss er über die Planke gehen. Los, du übler Kater. Haha, geh über die Planke. Ein Frosch. Poppelpoppel, komm zurück. Ich glaube, das ist nicht so gut gelaufen. Was denkst du, Ferdinand? Koch, hast du eine Aufgabe für einen Landadmiral? Das trifft sich gut. Trivia, Prinzessin. Ich brauche Hilfe bei meinen Törtchen, während ich den Braten hier mache. Oh. Meinst du denn, du kannst auch Törtchen machen, Admiral? Ja, das wird schon hinhauen, Prinzessin. Das war einmal wie für einen König-Koch. So war das auch gedacht, eh? Und jetzt kommt die Nachspeise. Ahoi zusammen. Bitte sehr. Oh. Heute gibt's Törtchen. Lecker. Die sehen sehr gut aus. Ja.
Wonach schmecken sie denn, Papa? Sie schmecken nach Holz. Was? Nach Holz? Ja, ich bin ein hervorragender Holzschnitzer. Sie haben meine Törtchen geschnitzt? Was haben Sie sich dabei gedacht? Holz ist keine geeignete Zutat. Oh, das tut mir sehr leid. Nehmen Sie stattdessen einen Keks. Ribbit. Ah, Happelpappel. Ah, eine Kröte. Oh, da bist du ja wieder. Zeit für ein Seemannslied. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln, da faulte das Wasser und täglich ging einer über Bord. Ahoi! Alles bereit zum Streichen? Ei, ei! Gleich wird alles tipptopp aussehen, Prinzessin. Das sieht toll aus. Was meinst du dazu, Moore? Moore? Jetzt pass auf! Eine Klingel mit Springbrunnen! Was ist denn los? Was war das für ein Lärm? Ist irgendwas passiert? Oh, mein schönes Schloss! Ist ein bisschen gewagt. Was macht meine Katze da oben? Der Admiral hat nur Unfug im Kopf. Ja, das geht ein bisschen zu weit. Und er hat meine Törtchen aus Holz geschnitzt. Und überall im Schloss hüpfen Frösche rum. Ein rosaroter Walfisch. Ich glaube, es gefällt Ihnen nicht. Ich verlasse das Schiff. Wo willst du denn hin? Ich suche mir ein neues Meer. Aber du darfst nicht gehen. Ihr dummen, gemeinen Gänse! Das ist ganz allein eure Schuld! Aber Püppchen! Ich gehe dann mal mein Bündel schnüren. Oh, Prinzessin, dir wird der Admiral fehlen, nicht wahr? Ja. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Oh, wollen Sie nicht doch bleiben, Admiral? Ich könnte mich an das Rosa gewöhnen mit der Zeit. Nein, nein, mein Schiff wartet schon. Oh, die Prinzessin ist gar nicht gekommen. Nein. Euer Majestät. Machen Sie es gut, Admiral. Eure Majestät. Leben Sie wohl, Admiral. Kindermädchen. Wiedersehen. Gärtner. Alles Gute. Premierminister. Auf Wiedersehen. Koch. Bon voyage. General. Ich vermisse Sie jetzt schon, Admiral. Admiral! Warte! Prinzessin, was hast du vor? Ich komme mit und helfe dir ein neues Meer suchen. Ich will auch nicht hier bleiben, wenn du nicht da bleibst. Tja, wenn du gehst. Müssen wir auch gehen, Püppchen. Und ich muss dir doch dein Bett machen, Prinzessin. Nessie liebt das Meer. Dürfen wir auch mitkommen? Ich auch, eh? Für wen soll ich denn kochen, wenn niemand mehr da ist? Oh. Na ja, wenn wir alle zusammen sein wollen, wieso bleiben wir dann nicht alle hier? Hm. Wie? Oh, ja. Wisst ihr, ich finde, da hat sie gar nicht so Unrecht. Eine hervorragende Idee. Bleiben wir einfach hier. Ja. Ich bin dabei. Ach, komm schon, Admiral. Alle bleiben hier. Aber was ist mit dem Teich und den großen bösen Gänsen? Ach ja, die habe ich ganz vergessen. Oh, seht mal, die Gänse haben Junge bekommen. Oh. Also deswegen waren sie so unfreundlich. Sie wollten einfach nur ihren Nachwuchs beschützen. Na sowas, das hätten sie doch sagen können. Alle im Gänsemarsch. Na gut. Admiral meldet sich zurück zum Dienst. Los, komm, Admiral. Im Gänsemarsch voraus. Links, rechts, links, rechts.
klassische Strafalgermanöver. Oh, jetzt hast du mir aber eine Höllenangst eingejagt, Prinzessin. Kommst du jetzt mit den Gänsen zurecht, Admiral? Das sind jetzt meine Matrosen, Prinzessin. Pass auf. Bereit zum Segel setzen? Ahoi, Matrosen. Hi, ho, mein Admiral. Ja, Prinzessin, es ist schön, wieder hier zu sein.